Du, ey, was geht ab? Bruder, ich darf nicht so laut sein, sonst hören das diese YouTube-Mitarbeiter. Sonst wird mein Video wieder ab 18 gestellt. Oder mein Video wird ganz gelöscht. Ich weiß ja nicht, was die vorhaben. Inshallah sehen die das nicht. Ey, ich hab was gehört. Ich glaub, die kommen. Ich darf nicht so laut sein. Genau so fühle ich mich auf YouTube. Ich muss immer leise sein. Ich darf nicht schreien. Wenn ich einmal was sage, direkt mein Video wird... Egal, ich zeig euch gleich, was passiert ist, okay? Das ist wirklich krank. Ich dachte mir, Bruder, bin ich... Was bin ich? Bin ich ein normaler YouTuber oder bin ich ein Ding? Zeige ich Blut oder so, dass ihr meine Videos ab 18 macht oder sowas? Ich zeige euch gleich was. Mein letztes Video wurde mal egal, ich sag euch gleich. Langsam, ich fange direkt an zu reden. Langsam, langsam. Puh. Sorry, Bruder, warte. Ich hab nicht gefragt. Willst du was trinken? Ich mache mir Chai, Bruder. Abi! Na, was lad? Zwei Chai. Chai auf Bockchen. Ah, egal. Okay, ich erzähle euch jetzt, was passiert ist, okay? Auf jeden Fall, ich sitze so zu Hause, Bruder. Ich denk mir gar nichts, so, weißt du? Ich lade einfach mein Video hoch. Mein letztes Video war dies eine, wenn man keine Ideen hat. Cringe-Video. Ich denk mir, weil Jackpot, Bruder. Das Video hat mir Spaß gemacht. Ich dachte mir, Safi, alles läuft perfekt. Ich bin so draußen mit Kollegen. Ich denk mir nichts. Ich gehe so auf mein Handy. Ich gehe auf YouTube, weil ich irgendwas gucken wollte. Amenaroim, ich guck. Da steht, sie haben eine Verwarnung. Sie dürfen 2 Wochen nichts hochladen. Ich denk mir so, hä, warte mal. Warum darf ich 2 Wochen nichts hochladen? Was ist passiert? Was hab ich gemacht? Ich gehe nach Hause. Bruder, ich mach meinen PC an, gell? Ich denk mir gar nichts. Wirklich. Du musst dir vorstellen, nee. Egal, warte kurz. Bevor das Video noch ab 18 gestellt wird, weil ich rumschreie. Weil das ja so gefährlich ist. Weil das ja so gefährlich ist, Bruder. Mach ich rein, ich guck, da steht, mein letztes Video, wenn man keine Ideen hat, cringe, ist weltweit gesperrt. Das darf nicht mal irgendwo, das ist, diese Thumb ist top secret, das darf nirgendwo gezeigt werden. Als ob ich jemanden umgebracht habe im Video, irgendwas. Ich denk mir so, hä, was los, was passiert? Ich guck, ich krieg diese Brief bei meiner E-Mail. Hört mal zu, ich lese euch vor. Ihr seht jetzt auch, wie gut ich lesen kann, ich bin nicht schlecht bei Lesen, guck. Hallo, it's Asi TV, das bin ich. Unser Team hat deine Inhalte geprüft und leider festgestellt, dass sie gegen diese Richtlinien verstoßen. Entschuldigung. Achtung, gegen was habe ich verstoßen? Das fragt ihr euch, Bruder, das habe ich mich auch gefragt. Habe ich irgendwas gezeigt, Blut oder so? Das ist auch nur ein kurzes Video. Ich guck, da steht, Richtlinien zum Schutz von Kindern. Bro. Also sind meine Videos nur für Erwachsene? Dürfen Kinder nicht mehr meine Videos gucken? Bruder, ich mache Fortnite-Videos. Das ist ab 18. Es ist weltweit gesperrt. Ich mache Fortnite, Bruder. Fortnite-Videos. Meine Videos sind ab 18. Die sind weltweit gesperrt. Also es ist erst weltweit gesperrt gewesen. Dann habe ich mich beschwert. Dann sage ich, Bruder, hier liegt etwas falsch. Sage ich, das ist nicht, da ist nichts Schlimmes. Was ist da Schlimmes? Sag mir mal. Warum ist es gesperrt? Habe ich da was Schlimmes gemacht? Bitte schaut euch das an. Ich habe Beschwerde eingelegt. Ja, das kann man machen so bei YouTube. Danach nehmen die das so zurück. Ich guck so, ich drück drauf. Die haben dieses von Schutz von Kindern, die haben weltweite Sperre weggenommen. Jetzt denkt man, okay, weil das Video war nicht schlimm. Was war da? Da war nichts. Man denkt, jetzt ist alles okay. Jetzt passt doch alles, gell? Nein. Ich schreibe hier oben, wartet. Ich schreibe hier oben, It's Asi TV. Ich guck runter. Video mit Altersbeschränkung gemäß Community-Richtlinien. Das Video ist ab 18. Das Video ist ab 18. Das ist wie wenn du ein neues Auto gekauft hast, okay? Und jemand macht hinten Totalschaden reingemacht. Und der repariert das Auto so, aber er macht noch ein Dell rein und sagt, Bruder, so, weißt du, so hier kriegst du wieder. Jetzt ist mein Video noch ab 18 gestellt. Und das Ding ist, meine letzten Videos waren auch ab 18 gestellt. Und, ah ja, das Video ist auch noch umwerbefreundlich, Bruder. Muss ich auch gar nicht erwähnen, sowieso. Kein Einzelfall. Und ich sag euch ehrlich, wenn das weiter so geht, ist mein Kanal weg. Und das ist nicht nur bei mir so. Guck mal, bei Mois geht auch alles drum und keine Ahnung, wie man das nennt, Amenoreim. Bei Mois läuft gar nicht mehr. Irgendwas ist passiert. Wegen Sperren und so. Er wurde sogar live gesperrt. Guck mal hier. Ich habe Strike bekommen. Ich habe 90% von meinem verfickten Kanal gelöscht. Wie zum Fick bin ich gestrikt, Mann? Was ist los, Digga? Bruder, schwer, Wallah. Ich weiß nicht, was die Zukunft sein wird. Für alle YouTuber zurzeit, die irgendwie Ausländer sind. Nein, Spaß. Spaß, YouTube. Und falls Fortnite mein Video sieht. Warte, ich mache jetzt den Deutschen. Dieses Video dient rein zur Unterhaltung und falls sie das stört, dann sollten sie am besten abschalten, weil nicht jeder besitzt diesen Humor, den ich besitze. Natürlich schauen meine Videos nur speziell die Leute, die gerne solchen Content schauen. Also, Bruder, ich wollte einfach mal sagen, YouTube, warum? Jetzt kann ich Mois verstehen. Ich dachte mir immer, Bruder, warum sagt die ganze Zeit, warum YouTube, warum? Lad normale Sachen hoch. Ich lad normale Sachen hoch. Es ist ab 18. Es ist gesperrt. Ich habe irgendwie Ding gezeigt. Ich habe ganz kurz Wodka gezeigt. Ab 18. Nicht werbefreundlich. Ich werde meine Videos bald so machen. Hey Leute, was geht ab? Ich bin's wieder als Asi TV und heute zocken wir eine Runde Fortnite Battle Royale. Das habe ich ja schon mal die Pump mitgenommen und natürlich die Sniper. Oh, da liegt Loot. Geil, Leute. Geil, let's go. Okay, let's go, Leute. Cringe hier. Richtig cringe. 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 So muss ich meine Videos drehen. So, nicht anders. Aber mir macht YouTube natürlich Spaß, Bruder. Auf jeden Fall. Ich werde durchziehen. Egal wie viele Leute, wer mir alles Steine in den Weg legt. Egal, Bruder. Ich ziehe weiter durch. Selbst wenn mein Kanal gelöscht wird. Ich habe doch nur Instagram. Ich poste neuen Account. Ich sag, Leute, neuer Kanal.
Kanal, schaut rein. Dann läuft's doch, bei Red Summer war doch auch so, Bruder. Sein Kanal war weg, der hat neuen Kanal gemacht. Bei dem läuft genauso wie davor. So, ich will jetzt nicht groß reden, aber ihr wisst, was ich meine. Dankeschön, haut rein. Das sollte kein 10-Minuten-Video sein, deswegen, Bruder, keine Angst. Ich wollte es nur loswerden, hadi.